Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Tränenfieber. Da sind wir wieder mit Folge 101. Ja, ich hoffe, wir haben die 100. Folge gut überstanden. Ich nehme es mal an. Die Katererscheinungen hoffentlich nicht allzu groß. Nein, war ja ein friedliches Jubiläum, würde ich mal sagen. Und umso schöner jetzt hier wieder mit neuen Kräften weiter zu spielen. Ach, sie fahren wieder. Herrlich. Gut, das ist unser neuer Zug, den wir das letzte Mal noch installiert haben. Und hier hat es einen kleinen Fehler. Ich mache gleich mal zu Beginn hier kurz Pause. Denn danke einmal mehr für Kommentare, Mails und. Guck mal, hier ist das Blocksignal und hier oben haben wir noch eines. Und das ist natürlich Käse auf Deutsch gesagt. Denn ja, jetzt hat er hier grün, das ist logisch, denn er hat hier oben rot. Dann steht er hier und wenn der Zug angenommen, ich weiß jetzt nicht in welche Richtung der muss, ich kenne die Linie nicht auswendig, aber wenn der auch hier lang muss, dann kommt der hier natürlich nicht mehr vorbei. Also, dieses Signal hier muss weg. Ich hoffe, das war jetzt nicht schon zu spät hier. Nee, das müsste jetzt eigentlich hier noch, oh Gott, ob der noch bremsen kann? Sonst muss er wenden, wir schauen mal. Ja, ich muss sagen, für einen Zug mit dem Gewicht hat der doch einen relativ kurzen Bremsweg. Da hat sogar die Musik abgestellt, vor lauter Schreck. Auch nicht schlecht. Ja gut, nee, jetzt passt natürlich. Jetzt steht er hier. Jetzt gucke ich doch mal noch schnell, was der macht mit Linie 74. Ja, es lädt mal wieder. Na. Heute noch. Dankeschön. Okay, andere Richtung. Ja, jetzt sieht man es auch, jetzt fährt er. Hier oben kommt der ICE. Auch sehr schön. Gut, apropos ICE. Möchte ich noch schnell schauen, was jetzt unser TGW macht, der ja irgendwie gar kein TGW ist. Der ist aber nicht hier, sondern der ist irgendwo in der Nähe von Weißwasser. Wir gehen mal gucken, ob wir den finden. Ja, wir finden den mit Sicherheit. Die Frage ist nur, wo er gerade ist. Werden wir rausfinden. Hier ist wird. Oh, da steht er. Beziehungsweise da fährt er ja schon. Sehr gut. Denn der stand ja, das ist jetzt schon der neue. Wer die letzte Folge gesehen hat, der stand ja in, oh Gott, wo fährt der hin? In Bischofsmais, hier steht es ja. In Bischofsmais rum. Der ist nicht weitergefahren. Und dann, ja, irgendwie habe ich den Verdacht, der Zug backt. Jetzt haben wir den automatisch ersetzt. Apropos, hier ist gleich der nächste. Wir haben den automatisch ersetzt und gucken mal, ob es jetzt funktioniert hier, dass der da wieder rausfährt. Wobei, wisst ihr was? Wartet mal. Ja, okay, da haben wir ja den Hund. Da ist es ja. Jetzt ist mir gerade eingefallen, als ich hier die LKWs hier unten sah. Wir hatten mit den LKWs mal das Problem, dass irgendwo bei einem LKW-Ladeplatz stand Vollladen einer Fracht. Das heißt, der LKW bleibt da stehen, bis er voll ist. Das heißt natürlich, der bleibt da stehen, bis er schwarz wird, auf Deutsch gesagt, weil das kann ja ewig gehen. Und jetzt gucken wir, jetzt haben wir das beim Zug hier auch. Vollladen einer Fracht. Das ist natürlich falsch. Hier muss stehen, lade, wenn vorhanden. Aha, das habe ich beim ersten Mal gar nicht gesehen. Dann hätten wir den Zug gar nicht austauschen müssen. Wobei, der war 71 Jahre alt, also austauschen hätten wir den eh müssen. Jetzt haben wir hier, oh, da ist gerade jemand ausgestiegen. Jetzt haben wir hier 70 von 72 Leuten. Da könnte man sich natürlich überlegen, ob wir noch einen zweiten solchen Zug, installieren, denn der andere, der hatte fast die doppelte Kapazität. Ja, ich glaube jetzt aber, das Problem ist gelöst. Aber ich frage mich gerade, warum war das so eingestellt? Ich habe das ja kaum bewusst so eingestellt. Das wäre ja doof. Das bringt in dem Spiel nichts, denn die Züge warten dann viel zu lange. Und während sie hier zum Beispiel dann warten, bis sie vollgeladen sind, quillt der andere Bahnhof am anderen Ende über, weil der nicht mehr bedient wird. Ja, wir gucken jetzt mal. Gut. Linie 80 Fahrzeugersatz, Kohle und Eisenerz, werden wir glatt schnell machen. Kohle, Eisenerz, was haben wir denn hier Schönes? Ich mache mal schnell Pause. Ihr kennt das, wir sind im Jahr 2103. Ich möchte ja nicht im Jahr 10.000 landen. Ja, wobei, es ist eigentlich egal. Aber die Städte wachsen und es ist halt auf dieser Map passiert dann dermaßen viel. Ich habe einfach immer Angst, ich verpasse etwas. Güter, nein. Wir brauchen Kohle und Eisenerz. Das müsste dann irgendwo hier unten sein. Holz, 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 alles Holz, okay. Das ist Öl, wo haben wir denn Kohle und Eisenerz? Hier. Das ist doch ein schöner Lastwagen. Haben wir den schon? Die typische Frage hier.
glaube nicht. Okay, dann werden halt, das ist ein bisschen das Problem an der automatischen Fahrzeugersatz, dass dann halt alle Fahrzeuge der Linie die gleichen sind. Kann man nicht viel machen, sonst müsste man sie manuell ersetzen. Das gibt natürlich eine Riesenarbeit, aber ich denke, wir haben doch eine relativ große Vielfalt hier auf der Map. So, hier unten fährt er jetzt ein. Da gucken wir doch gleich mal zu. Ja, hier warten ordentlich Leute. Jetzt habe ich einen einzelnen Fußgänger erwischt. Ich möchte eigentlich den Bahnhof haben. Linie 56. 65 Leute, ja, wobei das geht noch. Aber jetzt gucken wir mal. Jetzt sollte die eigentlich ganz normal aufladen. Und mitnehmen. Macht er das? Ja, er muss. Ich meine, es ist jetzt so eingestellt. Von daher dauert jetzt halt einen Moment. Er lädt noch. Nee, er lädt nicht aus, er lädt ein. Ja, da können wir uns hier mal noch ein bisschen umsehen. Scheint auch halbwegs alles zu funktionieren. Zumindest ist kein Stau, nix. Hat hier ein bisschen viele Leute, aber dafür haben wir die Busse. Ah, okay, da fährt er wieder raus. Der TFV. Warum der auch immer TFV heißt, das weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht weiß es ja jemand von euch. Gut, haben wir das Problem eigentlich auch gelöst. Dann möchte ich noch ganz schnell gucken, wenn wir schon dabei sind, ob... Ja, wie soll man das sagen? Ob Korrekturen gegriffen haben. Wir hatten in, ich glaube in Finning war es, lass mich mal schnell gucken. Einmal quer über die Map hier oben in Finning, genau, hier meine ich. Hier war das, war die Produktion gleich 0. Aha, okay, 21 von 50, das scheint auch zu laufen. Da hatten wir das Problem, ja, dass das Stahlweilzwerk einfach nicht... Das hatte nicht mal unsere Linie und hat nicht produziert. Und dann haben wir hier Änderungen gemacht. Das läuft. Was hast du denn für ein Bedürfnis? Mehr Eisenerz. Okay, wo haben wir das Eisenerz her? Von da oben haben wir die Kohle. Eisenerz haben wir via Zug. Okay, lasst mich mal schnell gucken. Ja, das ist halt auch. Das ist nur ein Zug, sehe ich gerade. Da dürfte der Takt entsprechend schlecht sein. Produziert ja auch nicht gerade massig. Das ist eigentlich auch klar, da der Takt halt eben schlecht ist. Bist du das hier? Ja. Linie 79. Wir gucken mal schnell, was wir da für einen Takt haben. Na, jetzt aber laden. Dankeschön. Ich wollte gerade sagen, du hast doch vorhin schon Linien geladen. Dann müsste das doch jetzt eigentlich ein bisschen schneller gehen. 79. Das sind eigentlich zwei Züge. Hallo? Linie 79? Zwei Züge, ein Gleis, 5 Minuten, Moment. Anklicken und dann passiert nichts. So, machen wir mal zu, ist das überhaupt die Linie, die ich gesucht habe? Doch. Wie geht das denn? Wie können wir denn hier zwei Züge haben, wenn wir hier nur ein Gleis haben? Wo ist denn hier der zweite Zug überhaupt? Ach, der fährt hier weiter, okay. Und ist dann hier unten. Hä? Moment. Der kommt von hier hinten. Ach, jetzt schnalle ich es. Okay, das ist der Fake-Zug hier. Ja, guten Morgen. Keiner zu Hause? Doch, doch, ist einer zu Hause. Der hat nur gerade mal wieder... Jemand ist auf der Leitung gestanden. Der ist ja eingegraut. Das ist ein Fake-Zug. Also wir haben hier keinen zweiten Zug. Deswegen haben wir die 5 Minuten. Und deswegen gibt es jetzt hier einen zweiten Zug. Dafür machen wir aber Pause, wie immer, wenn Gleisarbeiten fällig sind. Können wir hier raus? Geht das mit der Brücke? Das geht sogar, sehr schön. Gut, dann machen wir das. Gehen wir hier raus, dann können wir hier nämlich, ja, ich würde sagen, da können wir sogar 3 Züge machen. Da machen wir unsere schönen Blocksignale hin. Und dann wird bestimmt genügend Erz geliefert. Dann flutscht das da unten wieder. So, hier haben wir eine Brücke. Und da hinten haben wir einen Tunnel. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Doch, also die Brücke funktioniert schon mal. Beim Tunnel bin ich meistens ein bisschen optimistischer. Die gehen eigentlich fast immer, außer sie haben 10.000 Kurven.
Das ist allerdings ein mächtiges Tunnel. Okay, wir schauen mal. Aber von der Seite her rankommen. Doch, das geht auch. Gut. Problemlos. Wie wir hier bauen. Problemloses Bauen, so rum muss ich sagen. Schön mit der Brücke. Gut. Tunnel. Hinten raus. Kann man ein bisschen zoomen. Nicht zu weit, sonst verliere ich es aus dem Fokus. Und dann ziehen wir es weiter. Jetzt dürfte es hier wahrscheinlich noch... Ne, ich wollte gerade sagen, hier dürfte es noch eine Straße oder etwas haben. Hat es aber nicht. Hier ist gerade unser Zug. Der blockiert dann natürlich ein bisschen die Gleisarbeiten. Und ich möchte jetzt hier eigentlich rein. Das würde gehen. Es geht sogar. Gut, sehr schön. Signale. Hier. Ein bisschen weiter weg. Hier. Und machen wir hier vor dem Bahnhof gleich mal noch ein Blocksignal. Und hier hinten machen wir... Reicht das noch von der Strecke her? Doch, das reicht. Machen wir auch noch mal eines. So, und dann wissen wir natürlich... Ach, da würde noch eins reichen. Oder hätte noch ein Blocksignal Platz. Ne, das muss ich noch mal drehen. So, hierhin beim Bahnhof haben wir keines mehr. Doch, haben wir. Ach, das ist ein Ausfahrtsignal. Okay, mal wieder. Ne, das ist ein Einfahrtsignal. Okay, das kommt weg. Falsch gesehen. Gut, sonst haben wir das gleiche Problem, wie wir zu Beginn der Folge hatten. Halt, ein Signal möchte ich. Die haben wir hier. Gut, und jetzt mache ich hier doch nochmal schnell. Ein weiteres. Gut, und jetzt suchen wir das Depot. Das sollte eigentlich hier hinten sein. Nein, denkste. Hier haben wir zwar ein Depot, das ist aber, da ist der Zug im Weg. Weiter zurück möchte ich nicht. Haben wir denn hier hinten eins? Ja, hier haben wir eins. Dann machen wir es hier. Gut. Warum fährt es denn jetzt? Warum habe ich denn jetzt Gas gegeben? Ach so, damit der Zug wegfährt. Okay, wir haben eh fertig gebaut gehabt. Das ist eigentlich egal. Die Signale kann man auch setzen. Wenn es hier rumfährt. Was haben wir hier denn für einen Zug? Genau. Sieht man das? Der fährt 140. Viel schneller wird der nicht fahren. Das sieht man da schon relativ schön. Zug kaufen bitte. Züge kaufen heißt... Speichern. Ja, wollen wir überschreiben. Gut, wir könnten natürlich jetzt auch einen schnelleren Zug nehmen. Was hat denn der an Wagen? Ich gehe mal ganz schnell gucken. Da ist er gerade auf der Brücke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der hat ordentlich, okay. Was nehmen wir denn? Wir könnten jetzt mal... Jetzt sehe ich sogar den Zettel bzw. die Datei. Guck mal, hier noch neue Loks, aber die sind mit 60 km/h doch ein bisschen gar langsam. Jetzt sehe ich sogar die Loks, die gewünscht wurden. Haben wir denn hier irgendwo eine Cargo-Lok? Sailor Moon. Dann die Weiße Lady. Interessanterweise habe ich da alle. Das ist so ein Mod-Paket gewesen mit 4 Loks. Da sind 3 dabei und die Weiße Lady fehlt. Das ist ja schon schräg. BR-232. Mal gucken. Die hier. 120. Egal. Die nehmen wir mal einmal. Das sind aber mehrere 232. Welche war denn da gemeint? Die dunkelrote. Lese ich gerade. Da müsste man die dunkelrote noch finden. BR-232. Ist hier irgendwo noch eine BR-232, die ich gerade nicht sehe? Nö. Ich dachte, ich hätte die dunkelrote. Ich habe sie doch sogar mal angeguckt gehabt noch. PR218, das ist eine andere. Tja, die ist hier irgendwie. Nee, ich... Falls der Mann oder die Frau, nee, das war ein Mann, der sich die gewünscht hat, hier, ist die das?
Ja, sonst bitte reklamieren und mir sagen, wo die ungefähr war. Dann nehme ich sie. Dann. Okay. Die fährt halt nur 120, aber okay. Wir kaufen die mal. Und dafür gibt es dann wieder die schönen Schüttgutwagen. Oder wisst ihr was? Wir nehmen mal die zweite Lok auch schon. Dann nehmen wir auch eine mit 120. Aber eine grüne. Okay, die hier. Gut, denn sonst scroll ich, wenn ich da unten bin, nachher wieder hoch, um eine Lok zu kaufen. Dann scroll ich wieder runter. Das ist ja doof. Und wie viele Wagen hat der hier? 6 waren das. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Aber wir nehmen andere. Damit wir optisch ein bisschen Abwechslung haben. Na, ach, eben. Die, oh, da sind sie ja schon. Ich hoffe, die können wir nehmen. Wie schnell sind die denn? Die, ja, die machen nur 100. Das ist natürlich doof. 180. 120. Immerhin. Die Loks machen auch nur 120. Dann können wir eigentlich die nehmen. Oder haben wir noch andere? Ja, nein, ich glaube nicht. Hier unten kommt irgendwann dann Holz. Die sind alle für Güter. Gut, dann nehmen wir diese hier. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Okay. Und für die Lok nehmen wir die roten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jetzt ist die hier aber auch noch angehängt. Die müssen aber rauf. 3, 6. Okay, passt. Passt auch. Linie zuweisen. Die 79. Die ist irgendwo hier unten. Okay. Und dann können wir das laufen lassen. Machen wir mal alles zu. Die fährt hier. So wie sie soll. Und wie sieht es hier hinten aus? Da kommt die eine raus. Okay, wisst ihr, was hier noch fehlt? Irgendwie genau. So ein Kran oder irgend sowas in der Richtung. Können wir den hier an den Bahnhof machen? Das geht leider nicht. Ah, der ist für über das Gleis. Okay. Hier hinten macht er nicht viel Sinn. Das sieht doch nett aus. Da bräuchte es jetzt vielleicht irgendwie noch... das muss ich aufs Gleis stellen. Aber so eins würde eigentlich gehen daneben. Okay, und die sind ja jetzt neu gemacht, dass man sie nicht mehr direkt aufs Gleis setzen muss, sondern eben neben das Gleis setzen kann. Ja, perfekt. Nee, noch eins daneben. Das ist nicht genau unter dem Kran. So, besser. Gut. Hat doch auch was irgendwie. Aber eigentlich wollte ich ja hier hinten, ich gucke jetzt doch nochmal schnell. Die ursprüngliche Idee war ja der Kran hier für schwere Arbeiten. Das ist mir fast ein bisschen zu sehr auf dem, auf dem Bahnhof drauf. Das ist dann eher zu weit hinten. Ich habe schon wieder vergessen, dass das immer ein bisschen tricky ist. Ich werde mal, wenn ich es hinkriege, werde ich das Ding hier vorne hinstellen. Na. So, und jetzt gucken wir mal, sonst reißen wir es wieder ab. Begeistert mich nicht. Nee, das hängt da so komisch rein. Gut, geht's wieder weg. Wir haben hier ja jetzt eh schon was. Und was wir aber eben noch nicht haben. Was wir noch nicht haben. Noch nicht, nicht. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Hier, die Güterschuppen. Da möchte ich eigentlich mal noch die halbe Map damit bepflastern. Die gefallen mir ehrlich gesagt so gut. Dass wir das jetzt mal noch in Angriff nehmen. Also nicht jetzt heute. Aber das machen wir natürlich immer. Das geht leider hier nicht hin. Hier geht's hin. Güterverwaltung. Na, das sieht doch nett aus. Das ist natürlich was, was ich dann vor allem in Weißwasser mal noch gerne verbauen würde. Kommt hier nicht, fehlt hier nicht noch ein Zug? Na? Da sind doch nicht beide Züge rausgekommen jetzt. Also, wobei im Moment es fährt. Wir gucken mal. Linie 79. Also das sind drei Züge. Doch, das passt.
Ah, der wartet gerade auf freie Wege. Wo tust du das? Oh, der ist doch schon hier vorne, okay. Ah, beim Bahnhof. Mal schnell gucken, ob das so passt oder ob wir hier irgendein Problem haben. Sollten wir eigentlich nicht haben. Da ist halt ein Zug drin. Und zwar der aus der anderen Richtung. Das ist der, der Güter abholt, okay. Nee, das passt. Gut. Der ist hier. Und die anderen sind hier oben. Ja, das passt perfekt. Hier haben wir noch das Ölding, genau. Cool. Das ist vom anderen Bahnhof, von diesem großen Güterbahnhof da oben. Da möchte ich jetzt auch mal noch ganz schnell gucken. Einfach schnell rüberfliegen. Ob hier irgendjemand steht. Nein. Hier fährt's. Wie es sich gehört. Da fährt's auch. Wunderbar. Da kommt auch noch einer. Können wir hier vielleicht noch einen Güterbahnhof. Einen Güterschuppen hinstellen, wenn wir schon gerade hier sind. Das möchte ich mir jetzt ehrlich gesagt angewöhnen, dass ich überall schnell gucke, ob das Sinn macht. Hier dazwischen. Nein, zu wenig Platz. Das hängt ins Gleis rein. Hier ist es zu abschüssig. Hier ist es eigentlich auch zu abschüssig. Ich versuche das mal. Oh. nee. Wenn ich das jetzt wieder wegnehme, haben wir da einen Fleck? Nein, gut, okay. Das geht nicht. Das halbe Haus da im Berg drin, das ist irgendwie nicht, was ich wollte. Hier kommt es halt auch wieder ins Gleis rein. Und hier wird es wieder in den Berg reinhängen. Ja, okay, ich sehe schon, bei abschüssigen Strecken geht es nicht wirklich. Geht es vielleicht hier hinten? Hier ist es in dem Sinn nicht abschüssig. Hier wird es doch reingehen. Jetzt will sie nicht mehr. Ja, okay, genau so. So nicht anders. Nein, das soll ja irgendwie gerade sein. Das kann doch nicht so schwierig sein. Irgendwo kriegen wir das Haus jetzt hin. Zapperlot. Hier haben wir schon eins. Vielleicht da unten beim Bahnhof. Hier ist es doch auch ziemlich nackig, das Ganze. So. Ja. Das können wir so lassen. Das passt. Dann haben wir hier ein bisschen Leben drin. Oh, da ist noch ein Straßenfahrzeug, was ersetzt werden möchte. Die Züge hier mache ich mal zu. Denn das müsste stimmen. Ich möchte nur noch mal ganz schnell nach da hinten gucken, ob sich dann beim Erz irgendwas geändert hat. Das war hier. Also, dass die Fabrik Erz braucht. Oder ob die schon was anderes hat. Doch, die möchte noch Erz. Das passt. Linie 77. Okay, das sind Busse. Wo sind die denn? Das sieht man gerade nicht. Gucken wir schnell. In Hohensaaten. Die Busse in Hohensaaten. Okay, die kriegen... Passt das hier soweit? Hohensaaten, bla bla bla. Ja, das passt. Okay, Fahrzeugersatz. Stehen hier viele Leute rum? Oh, guck mal. Ja, Hohensaaten schreit auch nach Ausbau der Busspuren. Die sind hier auch nicht wirklich bedient. Oh Gott, das ist halt auch noch die erste Busspur. Ja, die geht hier einmal um den Bahnhof rum. Der Rest, der guckt zu. Da müssen wir auch was machen. Aber jetzt ersetzen wir erstmal diese Busse. Hier, Fahrzeug wählen. Was haben wir hier denn? Das sind die gelben Schweizer Postautos, okay. Und zwar die gekoppelten. Hier. Okay, wird ersetzt. Dankeschön. Ja, und wenn wir jetzt gerade hier sind, ich würde sagen, lasst uns doch dann mal ganz schnell Hohensaaten noch glücklich machen. Und Busse installieren. Wobei, jetzt sehe ich gerade, das sind aber zwei unterschiedliche Linien hier. Jetzt ist sie eingezeichnet. Okay, da war vorher halt natürlich nur die hellgrüne Linie eingezeichnet. Also das sieht dann doch schon wesentlich besser aus als vorhin. Dann schreit das doch nicht nach Sofortmaßnahmen. Das ist noch nicht perfekt, klar. Das kann auch irgendwie nie perfekt sein, da die Städte halt wachsen. Wenn die natürlich die Stadt jetzt nach hier hinten wieder weiter ausbauen, dann wird hier wieder was fehlen. Aber das ist auch das Schöne, diese dynamischen Städte. Eben, da passiert was. Da muss man reagieren und das macht Spaß. Und da kommt noch ein Straßenfahrzeug. Haben wir heute denn, wir ersetzen alle Fahrzeuge, Tag. So, ich mache mal schnell Pause, dann passiert das nämlich nicht mehr. Linie 85. Das ist hier dieser Coca-Cola-Truck.
Den ersetzen wir auch mal so, in dem Fall. Achso, man muss hier erst Fahrzeug wählen, genau. Wo ist er denn, unser schöner Coca-Cola-Lastwagen? Hier, der hier. 40 km/h, ist das der hier? Ne, das ist der Christmas Truck. Da muss es noch einen anderen geben. Gut versteckt. Wo ist denn hier der normale? Hier. Der hier. Okay, der fährt 120, genau. Dann ersetzen wir den. Gut, passt. Haben wir gerade noch was zu tun? Ja, wir haben eigentlich vieles zu tun, aber lass mal gucken. Ich habe mir hier extra so einen Zettel gemacht, mal wieder, was noch alles ansteht. Linie 94 braucht einen zweiten Zug. Das werden wir in Angriff nehmen, aber erst das nächste Mal. Bischofsmais steht hier. Wir suchen mal Bischofsmais. Wietzen, Wetten. Bischofsmais, hier unten ist es. Busse ausbauen stand da. Gucken wir mal schnell. Ja, das kann man noch schnell machen. Die weiße Linie ist, was wir haben. Das ist definitiv zu wenig. Wie sieht es denn hier am Busbahnhof aus? Ja, massenhaft Leute. Okay. 39. Das ist die Linie 22. Da gucken wir mal schnell wegen dem Takt. 22, 22, 22. Das wäre hier. 64, das ist okay. Gut, der Vorteil hier von diesen kleinen Bushaltestellen ist natürlich, dass die haben kein Limit. Also hier können auch 1000 Leute stehen, blöd gesagt. Während bei den großen Busbahnhöfen ist hier... bei den großen Busbahnhöfen. Bei den großen Busbahnhöfen ist irgendwann Feierabend. Gut, wir machen hier mal eine, ja, ich würde sagen, kurzfristige... Wir versuchen hier eine kurzfristige Verbesserung zu machen, indem wir hier mal außen rum gehen und hier wieder runter. Gut, eigentlich möchte ich nur die Linie hier haben. Jetzt blockiert es gerade mal wieder. Heute ist der, wir wechseln alle Züge aus Tag und der, wir blockieren, wenn der Herr Heisenberg hier Linien einzeichnen, aufgerufen haben möchte. Ja, passt doch. Jetzt haben wir sie hier. Dann machen wir neue Bushaltestellen. Nehmen wir mal die hier. Und wir gehen. Das wäre doch noch hilfreich, wenn wir die Landnutzung hätten. Wir werden uns jetzt nicht wahnsinnig daran orientieren, sondern eher daran, wo wir keine Busverbindungen haben. Also wir gehen mal. Achso, ich mache ja noch nicht die Linie. Ich mache zuerst mal die Haltestellen. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Brauchen wir hier schon eine? Ja, kann nicht schaden. Lass uns mal ein bisschen rangehen. Jetzt kann ich hier keine zweite hinstellen. Warum das denn? Na? Das Häuschen da möchte nicht. Wenn ich die hier hinstelle, wird das nicht... Doch, wird verbunden. Okay, passt. Also, dann gehen wir hier rüber, dann gehen wir hier rauf. Machen hier eine Haltestelle. Machen hier eine. Gehen hier noch weiter rauf. Machen hier eine, gehen hier rüber. Von hier rüber. Dann machen wir hier eine. Und dann gehen wir hier runter und machen hier noch eine. Und dann gehen wir wieder zum Bahnhof. Gut. Neue Linie einzeichnen. Hier vom Bahnhof. Hier hin. Hier rauf. Jetzt muss ich gucken, dass ich das noch halbwegs wieder hinkriege, so wie das gedacht war. Dann hier rüber. Hier runter. Und wieder zum Bahnhof, haben wir gesagt. Stimmt das oder habe ich jetzt eine vergessen? Hier rüber, hier rüber, hier runter. Rosenstraße passt. Okay, dann geht es wieder zum Bahnhof. Und dann geht es wieder zurück. Haben wir jetzt den Bahnhof zweimal? Nein. Gut, dann geht es hier wieder zur Rosenstraße. 7. Dann brauchen wir die 6. Die 5. 4. 3. 2. Und diese muntere Musik dazu. Die. 2, 1, 8, Bischofsmais passt von der Poststraße. Genau, geht's wieder nach Bischofsmais zum Bahnhof. Okay, sehr schön. Linie 105, heieiei. Machen wir die Landnutzung mal wieder aus und suchen hier ein Depot. Ein Straßendepot. Jetzt habe ich hier hinten noch vergessen. Das würde natürlich auch nicht schaden, wenn wir hier hinten mal noch mit dem Bus durchgehen. Das können wir in der nächsten Folge machen. Jetzt brauchen wir erstmal ein Straßendepot, damit wir
ja, und hier die Straßen ein bisschen ausbauen, dann gibt das schon nochmal eine vernünftige Linie. Aber eben, irgendwo muss es hier doch ein Straßendepot geben. Sieht das gerade jemand? Dann bitte melden. Landnutzung nochmal einstellen, das habe ich mal als Tipp bekommen. Ich sehe zwar nicht ganz ein, warum, denn deswegen sieht man irgendwie nicht besser, wo hier ein Straßendepot ist. Aber ich sehe tatsächlich keins. Haben wir es irgendwo hier unten hingestellt? Irgendwo müssen die Busse ja herkommen. Das ist ein Zugdingens. Ich sehe es nicht. Okay, wir machen ein neues. Das ist auch nicht tragisch, denn ich habe noch ein neues Depot. Muss mal gucken, ob ich das finde. Oder ist das ein Tramdepot? Wenn ich das jetzt gerade wüsste. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Dieses hier? Nein, Straßenfahrzeugdepot. Das ist das neue. Okay. Oh, da werde ich jetzt aber, wenn ich was Neues nehme. Sicher ist sicher. Bitte überschreiben. Dankeschön. Gut, man weiß ja nie, man weiß ja nie. Wo gehen wir hin? Damit. Jetzt kann ich irgendwie nicht mehr fahren. Warum kann ich nicht mehr fahren? Moment. Jetzt geht's wieder. Irgendwo in der Nähe vom Bahnhof wäre natürlich cool. Das geht aber nicht. Da ist alles zugebaut. Hier hinten geht's auch nicht. Hier geht's neben der Bahn. Das ist doch nett. Gut, lasst uns das mal angucken. Wow. NVV Nahverkehrsverbund. Ja, sehr schön modern hier mit den Bussen. Wunderbar. Okay, kaufen wir gleich mal eine Ladung Busse. Jetzt ist hier die Landnutzung wieder eingestellt. Wo kaufen wir die denn? Hier haben wir lauter Linien offen, indem wir hier draufklicken. Genau, das ist doch immer hilfreich. Die berühmt-berüchtigte Frage, welchen Bus haben wir noch nicht? Wir haben eigentlich alle Busse. Schon mal mindestens einmal, denke ich. Haben wir die auch schon, die gelben? 20 Passagiere, wir kaufen mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 solche. Und dann gibt es für die gleiche Linie, wir machen hier mal ein bisschen ein Durcheinander sozusagen, noch solche. 1, 2 mal 3, ne, nehmen wir 4. Gut, Linie zuweisen, das ist die Linie 105, haben wir gesagt, das ist die hier. Und dann lassen wir laufen. Alles zumachen. Mal gucken, wie die herauskommen. Ah, cool. Das ist schon schön, dass das immer klappt. Dass das eben so gebaut ist, dass das auch funktioniert. Früher bei den Spielen wären die jetzt hier aufgeploppt, die Busse. Grandios. Da kommt noch ein Zug, beziehungsweise fährt. Schön. Gehen wir aber nochmal zu den Bussen zurück. Ich möchte mal noch ein bisschen näher ran. Da fahren sie Richtung Sonnenuntergang. Cool, wie sieht es denn von hier drin aus? Auch sehr nett. Wenn die Maus nicht immer im Weg wäre. Also hier dieses Anzeigen. Da kommt noch ein Öler. Nett, nett, nett. Ja gut, Leute. Während hier die Busse Richtung Sonnenuntergang fahren, sage ich mal Tschüss. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Es gibt noch viel zu tun. Packen wir es an. Ein Zug 20, der kriegt... Ersatz in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.